Der Vater Freiherr von Hügel, der in Hietzing bekannt ist dadurch, Freiherr von Hügel, dass er eine Parkanlage und eine Gasse hat, war ein kaiserlicher Beamter des römisch-deutschen Kaisers. Er war unter anderem dafür verantwortlich, dass der Aachener und der Nürnberger Kronschatz damals in den Wirren Napoleons nach Wien transportiert worden sind. Und seine beiden Söhne sind in österreichische Dienste als Offiziere gezogen. Der Karl von Hügel hat immer schon, wie es damals bei vielen war, ein richtiges Fernweh gehabt und hat, nachdem er es sich wirtschaftlich leisten konnte, sich zuerst einmal in Hietzing angesiedelt und war also in diplomatischen Diensten in Verwendung und hat dann eine achtjährige Weltreise gemacht, wo er laufend Samen bzw. Keimlinge von Pflanzen, die also er auf dem Weg über Indien, über Ceylon, über Afrika gefunden hat, nach Wien geschickt hat. Und die wurden hier in Hietzing in seinen Gärtnereien versucht heimisch zu machen. Und wie er dann zurückgekommen ist, hat er da einen großartigen, man kann fast sagen, eine Hofhaltung geführt. Und immer dann, wenn seine, sei es jetzt die Tulpen oder die Azaleen, in besonderer Blüte waren, hat er als erstes einmal einen Tag lang den kaiserlichen Hof eingeladen und am nächsten Tag die anderen Interessierten. Und damit hat er seine ganzen Reisen finanziert, weil er die Pflanzen und Setzlinge verkauft hat. Die spätere Entwicklung von ihm war so, dass er nach 1848 aus Wien weg ist. Er hat Metternich noch bei der Flucht geholfen und ist dann aber später in diplomatischen Diensten wieder für Österreich in Verwendung gekommen und ist am Ende nach einer Reise, nachdem er in England geheiratet, nach Wien in Brüssel gestorben und wurde damals am Friedhof in Benzing beerdigt. Das Grab existiert nicht mehr, aber viele Pflanzen, auch in Hietzing, zeigen noch heute von der Größe der Sammlungen, die er gebracht hat, seine Notizen und Zeichnungen nach Zehntausenden liegen im Naturhistorischen Museum in Wien.